Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Seven vs. The Long Dark. Ich grüße euch ganz herzlich zurück zu einer weiteren Folge von Lucy und der fünften Staffel. Wir sitzen hier am Rest Lagerfeuer. Ich habe jetzt mich entschieden, nochmal eine Kohle reinzuschmeißen, aber dann müssen wir Feuer haben. Feuer ist warm und knistert gut und dann werden die Klamotten nochmal trocken. Warum nicht? Warum nicht? So, wir werden jetzt hier noch einen Haufen Klamotten zerstören, um unser Gewicht zu reduzieren. Die Klettersocken würde ich aber behalten tendenziell, weil die halt schon noch... Das ist ein extrem gutes Stück Kleidung. Warum wegwerfen? Ist eigentlich wasted, ne? So, wir können stattdessen eigentlich mal reparieren, oder? Ey, komm, warum nicht? Ich verbrauche 100 Gramm Stoff. Ich kriege bessere Kleidung. Hat viele Merits, was ich hier mache. Es hat sehr viele Vorteile, was ich hier mache. Also deswegen, ne, also kenn ja gar nichts. Da bin ich ja Kuppel wie Sau. So. Weg die ranzige Scheiße hier. Kann man die ja hier auch nochmal reparieren? Ja, ne? Oh, Stunden 30. Schaffe ich das mit dem Feuer noch? Nee, ne? Auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Ach komm, weißt du was hier? YOLO. Ich kann das voll 2010. Weiß ich, ist mir egal. Ich bin alt, ich darf das. Oh, das hat geklappt, krass. Das hätte ich nicht erwartet. Brauchbare Skischuhe 90%. Na schön. Dann zerfetzen wir die jetzt noch hier. Ausdauer ist natürlich super low die ganze Zeit jetzt. Und wir dürfen leiden und leiden und leiden. Aber es geht, es zieht echt nicht viel an den HP. Ne? Müde sein ist halt noch ein Status. Den kann der Körper noch relativ gut verkraften. Sie möchten leben. So, Temperatur ist sogar nochmal gestiegen. Auf 8 Punkte Winddichte-Bonus und 21 Grad Wärmebonus, was Kleidung angeht. Das ist gut. Nehme ich. Die Spikes mit den Schuhen sieht natürlich jetzt extremst komisch aus, aber ey, da gucke ich mal drüber hinweg. Die hier einmal reparieren wäre schon echt schön, aber schaffe ich glaube ich nicht. Oh, es wird gleich hell, ne? Ach komm, wir machen jetzt mal Folgendes. Wir werden jetzt erstmal ganz kurz noch die Hagebutten hier umwandeln. Das spart auch noch sehr viel Gewicht tatsächlich. 3 Stück können wir machen. Und dann ist es jetzt morgens. Draußen wird jetzt langsam hell. Ich sehe es nicht, aber gleich wird es hell. Wir werden jetzt diesen Riegel hier nomsen. Die 2 Limos verfatzen. Gibt alles nochmal Kalorien, ne? Warum nicht? Und noch ein paar Stickies verknusen. Ich werde jetzt mir hier alles in die Wampe schmeißen. Ich habe keinen Bock zu hungern. Außerdem ist das alles Gewicht, was ich loswerde. Das ist jetzt zwar bei den Sticks nicht wirklich viel, aber trotzdem. So, jetzt sind wir bei 28 Kilo. Vorhin hatten wir noch über 30, ne? Also man merkt schon, das Aufräumen momentan, man merkt es schon deutlich. Das ist schon merkbar. So, jetzt sind wir fast voll wieder mal kalorientechnisch. Durstechnisch sind wir auch voll. Das heißt, uns geht es bis auf die Müdigkeit eigentlich ziemlich gut. So, jetzt ist es im Hell draußen. Könnte ich noch irgendwas machen? Kann ich noch hier? Guck mal, das kann man noch wegmachen. Ich kaufe mir jetzt jede Minute, bis es hell wird. Weil draußen dürfte jetzt gerade so ziemlich Sonnenaufgang sein, wenn ich mir das so angucke hier. Und dann müsste ich bloß gucken, wo es jetzt rausgeht gleich. So. Haben wir noch mal, was wir loswerden können? Oh, geht auch nicht. Könnte Pilze nochmal umwandeln, aber das ist jetzt nicht so wichtig. So ist ja nicht so wichtig. Ja. Ich sehe ja da gar nichts. Machen wir 2 Pilze. Halbe Stunde, dann dürfte hell sein. Ha? Ich sehe immer noch gar nichts. Ich sehe so ein paar halbe Texturen und das war's. Na gut, wir trinken nochmal einen Schluck. Oh, trinken muss sein. Und ich nehme jetzt einfach kurz die Laterne dafür. Scheiß drauf. Ich kann ja wieder meinen, warte,
Warte. Ah, geht's da was? Ich glaube, wir stehen richtig. Wow, was ein cooles Coloring. Sieht richtig cool aus. Boah, wie cool. Was eine coole Färbung, Alter. Maximal rot. Nice. So. Sieht richtig cool aus. Man merkt, das ist noch sehr früh. Temperatur geht aber halbwegs. Sehr klares Wetter. Kein Schnee schon mal. Auch wenn der Wind schon wieder recht saftig knaftig ist, aber da komme ich drüber hinweg. Ordentlich windig. Moin. Aber Wind, damit kann ich absolut leben, ne? Das ist nicht schlimm. Das ist mitnichten schlimm, Leute. Wind ist. Das ist ein relativ kleines Problemkind. So, wir werden jetzt nämlich wieder über den Holzstamm zurücklaufen. Und dann werde ich noch, so wie meine Temperatur das zulässt. Ja. So viel, dass meine Temperatur noch zulässt, werden wir noch die ganzen Hirschlederdärme heute mitnehmen. Damit wir dann langsam mal eine Hose und vielleicht einen Schuh wegkriegen. Ich würde es mir wünschen. So. Bin ich jetzt irgendwie falsch gelaufen, sag mal? Ja, irgendwie bin ich falsch gelaufen, kann das sein? Ich war halt doch oben lang. Bin ich nicht weit genug oben lang gelaufen? Ha. Huh. Ha. Huh. Oh, da oben liegt jemand. Ich muss da hinten noch hoch, ne? Ich muss noch höher, glaube ich. Ja, gut. Hallo, danke. So, welcher Fridolin liegt denn hier oben wieder? Hm? Ah, noch so ein Ding. Oh Gott. Federn? Feder. Feder nehme ich mit. Ja gut, ne? Wir gucken, was mich das jetzt kostet. Oha, 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 oha. Ja, zu viel. Eindeutig zu viel. This is me a little bit too much. Das hat mich jetzt bequem ein Viertel meiner Wärme gekostet. Das darf ich mir nicht so oft erlauben. Kalter ist denn? Minus 9 Grad. Ja, das ist schon fortgeschrittenes Arschlochwetter. 24,15 draußen mit Wind. Ohne Wind geht es wahrscheinlich nur halbwegs. Jetzt, wir nehmen uns wieder auf jeden Fall Stöckchen mit für Notfallfeuer. Das habe ich schon durchsucht. Ah, okay. Da gibt es Sinn. Klingt nach mir. So, hier muss ich hoch, ne? Na, das ist, glaube ich, die Route hier. Autsch. Och, das finde ich jetzt aber unschön, Kinders. Na ja, gut, ich bin überladen und, ja. Na gut. Ungeil. Na gut. Also, was will man nicht haben? Das geht gerade nicht anders. Lucy. Der Aufstieg war zu steil. Ja, wenn man so extrem müde ist, ist natürlich die eigene Tragekapazität stark beeinflusst. Und wir sind halt immer leicht drüber aktuell. Deswegen erhöhte Chance bei sehr unebenen gelegenen. Ihr seht immer leicht über meinem Kopf hier hinter mir. Dieses rote Icon. Dieses rote Icon bedeutet, dass wir jetzt gerade in dem Moment auf zu unebener Lage unterwegs sind und die Chance besteht, sich ein verstauchtes Handgelenk oder sich ein verstauchtes, sich einen verstauchten Knöchel zu holen. Weil man wieder ein bisschen Bergdiving macht. Und ihr kennt mich, ich bin da Profi drin.
Und deswegen dieses Icon. Und ich glaube, die Müdigkeit hat da keinen Einfluss drauf, aber deine Tragekapazität, beziehungsweise dein Überladenzustand, und da wir jetzt natürlich gerade sehr müde sind, sind wir sehr schnell und sehr leicht überladen. Gibt sich also das Pfötchen, ne? Ihr wisst, was ich meine, ne? Ist aber okay. Hat mich ein Verband gekostet, ne? Alles cool. Lucy geht's gut. Ein bisschen Schmerzen haben wir noch, ne? Deswegen haben wir ab und zu mal ein bisschen Blurry Vision am Rand. Ich hoffe, das stört euch nicht zu sehr. Ich mag ja diese Bewegungsunschärfe slash andere Form von Unschärfe find ich nicht so geil. Ich mag das nicht. Deswegen verstehe euch, wenn ich euch das jetzt nervt, dass der Rand manchmal ein bisschen blurry ist. Aber geht bald weg. Ja, oh, da vorne ist ein Hase. Noch ein Hase. Ich habe beim letzten Mal keinen einzigen verschissenen Hasen gefunden. Und das, obwohl wir dringendst Klamotten und eine Mütze brauchen könnten. Damit wir die Balaklava und die Hasenmütze als Upgrade für die zwei Kanada-Mützen benutzen könnten. Und das wäre ein feuchtes Träumchen, ich sag's wie es ist. Das Essen wäre jetzt nicht so wichtig, aber der Pelz wäre extremst wertvoll gerade. Weil wir sind eh nur eine Weile hier. Das kann also noch schön trocknen alles. Boah, ich glaube, das ist schon fast wertvoller als die Rehleder-Sachen, die hier rumliegen. Ich überlege, ob ich mich kurz nochmal am Feuer aufwärme. Ich glaube, das mache ich einfach mal. Pass mal auf. Wir werden jetzt mal ganz kurz mal hier rangehen. Die Sonne ist ja recht warm in dem Moment. Wir werden uns hier ganz kurz mal mit dem Stock hier. 75%. Ja, muss klappen. Wenn wir uns kurz ein Feuer anmachen, da werden wir kurz einen Tee drauf kochen und den werde ich mir dann einpfeifen. Aber ja klar, ich kenn mich ja. Glück ist nicht mein Ding. Und dann werde ich kurz mir einen Tee warm machen, den trinken, damit ich einen Wärmebonus kriege. Dann würde ich noch einen Hirsch mitnehmen. Nur die Haut. Und das denn. Platz garen. Hier, ich mache mir schnell mal so einen Tee warm. Trinken. Rein damit. Behandlung war wirkungslos. Was hätte ich denn machen können gegen Lucys Schmerzen? Ah, Schmerzmittel. Ja, nee, das. In 3 Stunden geht das eh weg. Okay, nee, brauche ich nicht. So, ja, ich mache mir jetzt noch ein Teechen warm hier. Und den nehme ich jetzt mit. Und werde mir hier noch. Ich muss, ne? Nemo, ich weiß, es tut mir in der Seele weh. Oh, 3 Stück. I can't resist, guys. I can't resist. Da hoppeln 1500 Kalorien und 3 Pelze über den See. Eine ebene Jagdfläche, da kann sogar ich zielen. Was ist das für Geräusche vor allen Dingen? Ups. Wo ist der denn jetzt hingehietet, der Pfeil? Upsi. Der hätte Hard Ground. Hit the road, Jack. So, Hasis. Hasis. Ich aim Trottel.
solide. Habe ich schon schlechter gesehen. Vor allem mit halb leerer Ausdauer. Tut mir jetzt in der Seele weh, aber das war dringend notwendig. Ich habe seit Ewigkeiten nach einem bescheidenen Häschen gesucht. Und das Spiel hat mir nichts gegönnt. Absolut gar nichts. Und jetzt die allerersten. Und die Knuffels muss ich leider direkt erstmal hier, ne, ihr wisst schon, weil wegen Überpopulation und so, ne, ich bin Förster, ich bin da, ne, Kontrolleur, Jäger und so, ihr wisst schon, ne. Muss ja aufpassen, ne, also, wenn die sich einfach so vermehren, ne, ich meine, die armen Pflanzen, ne, die werden ja alle weggenommen, das ist ja voll gemein, ne, also, versteh mich mal richtig, das ist ja Not, quasi. Also, das ist ja okay. Kann man aber schon mal machen. Ja, ich weiß. Ich werde jetzt wieder gehasst aus irgendwelchen Ecken. Es tut mir leid. Was soll ich da machen? Das Spiel hat die Hasi schon möglichst weit weg von mir geschoben. But, wie SpongeBob jetzt sagen würde, I need it. Ich brauche das nicht. Ich brauche das nicht. Schön. Ist aber auch ein lustiges Meme, muss ich sagen. So. Den habe ich auch noch nicht ausgenommen. But I will do this now. Komm mal her, du. I need you, my friend. Schlitz. Schöne Kamerafahrt. So, jetzt sind wir schon wieder bei 35 Kilo inzwischen. Wir haben uns schon wieder ordentlich überladen. Mit drei Häschen und zwei weiteren Hirschpelzen. Aber das war leider notwendig. So. Ab zurück in die Heimat, Leute. Endlich wieder mal Schlaf. Ich brauche dringend einen Schlafsack, ne? Also wirklich dringend einen Schlafsack. Mann, 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 ey. So, jetzt bin ich nämlich hier auf dieser Hütte. Hier ist tatsächlich ein Tisch. Oh, ich glaube hier nicht, dass da was drin ist. Nein, ich glaube nicht. So, warte mal. Und wo ist das jetzt hier? Ach, da vorne. Auf dem Querbalken ist das, glaube ich. Kann ich jetzt hier einfach so runterhüpfen? Da unten liegt eine Sturmlaterne. Sehe ich das richtig? Junge, ich will hier runter. Hallo. Hilfe! Ah! Okay. Gut, hat geklappt. Ich weiß zwar nicht wie, aber ich nehm's. Holzkisten? Hier liegt doch echt eine Sturm. Ach, die kann ich nicht nutzen. Die ist kaputt. Scheiße, ey. Mist. So ein Käse. Und da liegt die Rifle. Wie schon angeteasert. Auf dem Querbalken hier. Und da unten liegt der Typ. Dessen Items wir schon gelootet haben. Aber die Magnesiumfackel kann ich nicht nutzen. So, und da ist unser Haus. Ich bin also gleich wieder zu Hause. So, ich hoffe, jetzt kommt kein Wolf hier um die Ecke und hascht mich jetzt weg hier, weil ich gerade sehr stark nach Beute rieche, wie man sieht da oben. Ich stinke gerade härter als der ungewaschene, verschwitzte Sportler aus dem Sportstudio nebenan. Ich bin gerade einfach, keine Ahnung, ein Fisch, der noch ein bisschen Vergammeltes gegessen hat vorher und dann Blähungen hat. So rieche ich gerade wahrscheinlich gerade. Für Wölfe natürlich, na, ist ja klar. Das heißt, schnell mal rein und alles ablegen auf jeden Fall. Erstmal überlebt. Ja, das stimmt, das wohl war. Ew. Siehst du? Also Lucy riecht natürlich wie, keine Ahnung, parfümierter Flieder. Ja? Aber jetzt gerade schwierig. Ne? So, oh, jetzt haben wir einmal getrocknete Rehhaut und
Drei Frische am Start. Banger. So, getrocknet. Zeug. Oh ne, halt. Stopp. Getrocknet. Was habe ich denn jetzt hier ausgelegt? Habe ich viermal frische Rehhaut? Krass. Tatsache. Na gut. Oh, mein Bärenschwarzfell ist getrocknet. Sehr gut. Das bedeutet an der Stelle Folgendes. Und zwar, wir können jetzt unsere Bärenwolfsjacke reparieren. Die Frage ist, wollen wir riskieren, dass wir vielleicht noch einen zweiten später finden und den behalten und vielleicht einen Bärenschlafsack craften? Weil dafür brauche ich zwei. Ich müsste also noch einen mehr finden. Dafür müsste ich noch einen Bären mehr finden. Wollen wir das riskieren und dann einfach sagen, hey, ich scheiß auf den normalen Schlafsack und nehme den geilen Schlafsack? Oder reparieren wir den Bärenfellmantel, damit wir mehr Temperatur kriegen? Boah, ich glaube den, ich müsste ihn, also ich, der hält ja nicht ewig, ne? Das muss man auch dazu sagen. Der ist ja nicht ewig haltbar, ne? 69%, der geht ja auch immer kaputt. Der Mantel, ich weiß nicht, der hat glaube ich irgendwie so 69% oder so aktuell. 70. Ist nicht geil, aber okay. Kann man machen. So, wir werden jetzt auf jeden Fall auch Folgendes machen. Hase 1, 2 und Nummer 3. Wir nehmen erst einmal den ganzen Hasis die Haut ab. Schlitz, 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 schlitz. Schlitz, schlitz, schlitz. So, die trocknen nämlich in 3 Tagen. Das ist räuchlich flink. Und da ich den Bums hier, den die Haare gerade sehr dringend brauche. Ich weiß, muss ich noch 3 reichen? Ich brauche 4, glaube ich, ne? Brauche ich 4 für die Mütze? Oder ich mache Handschuhe. Ich weiß es nicht, ne? Aber eins von beiden auf jeden Fall. Schlitz, 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 schlitz. Schlitzer, Schlitzer. Guck mal, der ist schon 2% getrocknet in der Zeit, wo ich jetzt hier gestanden habe. Balanced. So. Der ist jetzt auch getrocknet. Dann werde ich jetzt die restlichen Fleischkadaver daneben legen. Die sind eh nur noch zum Kochen gut. Wir werden jetzt hier ganz kurz das mal hier einsortieren. Das hier, das hier. So. Die Socke. So. Wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit tagsüber. Ich trinke jetzt ganz kurz einen Schluck. Ich wünsche einen guten Abend. Hey Darky, Alter, dich habe ich ja lange nicht gesehen. Grüß dich, wunderschönen guten Abend. Willkommen bei der 7 vs. The Long Duck Challenge. Unsere Custom Challenge für Survival-Sparten. Wir versuchen mit 7 Survivern aus dem Twitch-Chat, die mir ihr Leben anvertrauen, mit 7 Gegenständen und 7, inzwischen 7 plus Challenges zu überleben. Wir sind gerade am Starten mit Staffel 5 mit Lucy. Lucy hat sich selbst den Titel Lucy the Clumsy gegeben. Hinterfrage ich einfach nicht. Ich nehme das so, wie es ist. Lange nicht gesehen, viel Schule und Ausbildung zu tun. Und seit dem 24. habe ich einen Sabaton geschaut. Ich habe auch mal überlegt, ob ich sowas machen würde wollen. Ich finde die Idee ganz cool, dann verdiene ich auch vielleicht mal ein bisschen Geld beim Stream, Kappa. Würde mich freuen tatsächlich, weil ihr wisst, ich bin eine arme Socke. Und deswegen, ich habe das auch mal überlegt, das mal zu machen. Ich meine, hey, wenn ich spenden will, ist ja herzlich eingeladen, das nicht zu tun. Ansonsten habe ich überlegt, ob ich so ein paar coole Ziele auslege und sage, komm, je nachdem, wie lange der Stream geht, je nachdem, wie oft reingesubbt wird oder wie oft rein donated wird, habe ich auch schon mal überlegt. Ich finde das auch nicht verwerflich. Ich meine, hey, wer das machen möchte. Wenn die Community das okay findet, hey, warum nicht? Und wer das nicht okay findet, der muss das ja nicht unterstützen so. Aber ich finde es tatsächlich auch nicht schlimm. Früher stand ich da mehr negativ dagegen, von wegen, oh, ist ja Geld geil und so. Aber hey, wenn du so ein halb kleiner Streamer bist, der so gerade so an der Finanzuntergrenze verdienst, ja, dann, I go for it, Brudi, warum nicht?
Gönn dir. Ist ja absolut nicht schlimm. Aber seit wann bin ich hier VIP? Schon eine Weile. Wir kennen sie auch schon nur Ewigkeiten, ne? Also, das ist schon eine ganze Weile, du. So, ich glaube, wir haben sogar eine zweite Rifle jetzt, ne? Nice, sehr gut. Ich glaube, ich werde die andere jetzt einfach mal auf den Boden schmeißen, ganz kurz hier. Die ist tatsächlich mit 52% jetzt nicht so gut in Schuss. Ich werde die quasi hier mal schön trapieren. So, und dann, ja. Es ist jetzt kurz vor Abend. Ich werde mich jetzt nochmal auf den Weg machen. Und zwar, wir haben noch halbwegs okay. Na, könnte schon zu schlechtes Wetter sein, aber wir werden es sehen. Ich werde jetzt nochmal da hinten durch den Dickicht stapfen hier und nochmal den Wasserfall schnell markieren. Damit wir dann wirklich kartentechnisch auch wirklich maximal vorwärts kommen. Dann habe ich ja den Wasserfall hier noch vergessen. Den muss ich auch nochmal machen. Ja. Dann haben wir schon sehr viel nachgeholt hier. Oh mein Gott. Oh mein Gott, noch zwei. Oh mein Gott, drei. Okay. Ja gut, ne? Upsi. Es tut mir schon wieder eine Seele weh, ne? Aber ich brauche welche. Was soll ich denn machen, Leute? Ich kann es mir noch nicht aussuchen. Bonk. Denke an den zweiten Fall. Ja, sieht doch hier alles cool. Das erinnert mich an dieses Meme von der Streamerin mit den Hasen. Der da von ging noch, oder? Ja. Oh shit. Oh. Ah, scheiße. Ich habe ihn zu mir gebaitet und konnte nicht noch schnell genug den zweiten Fall ziehen. Okay, Longshot Bow. Shit. Not too bad. Bogenskill increased. So, das wollte ich eigentlich nicht. Hier liegt aber sonst nichts, ne? Nee, gut. Mach mich zum Edgelord. Och, jetzt mitten in der YouTube-Folge? Och, nee. Ich muss mal was ausprobieren. Okay, aber das ist ja. Ist ja okay, ne? Dafür ist das ja da. Was geht? Hi. Ich musste wieder Hasen umbringen, aber der Tod ist eh das bessere Leben, weil das habe ich so auf Tumblr gelesen. Oh, ganz schwierig. Aber ey, keine Sorge. Den Häschen geht's jetzt besser als mir, weil Leben ist eh scheiße. Wisst ihr, das ist immer so ein bisschen schwierig. Leben mag ja eh niemand. Laufe ich ja nicht falsch? Ich glaube, Profis würden überhaupt nicht laufen falsch. Ich glaube schon, dass ich hier falsch laufe, oder? Weiß nicht, ich probiere es einfach mal aus. Guck mal, hier habe ich Wasser, da habe ich was zum Ertränken.
Also Lucy, wenn du nicht mit mir reden magst, das ist okay. Das verstehe ich. Ich mag mit mir auch nicht reden. Ich kann das nicht ernst nehmen, es tut mir leid. Hä, wieso sehe ich die Befehle nicht? Welche Befehle willst du denn sehen, hä? Ich bin verwirrt. Bitte konkretisieren Sie Ihre Angabe. Die Angabe ist nicht eindeutig genug. Bitte konkretisieren Sie Ihre Eingabe. Die Lucy macht. Weiß ich nicht. Cam aus, Mute aus und so weiter. Nee, der Edgelord war nicht von Lucy. Das war von Dark. So, da sind wir in den Höhlen der Schmalfellen angekommen. Schmal, genau wie meine Seele. Und hier habe ich ein bisschen Kohle. Die ist genauso schwarz wie meine Seele. Edgy-Zeug labern ist doch immer lustig. Wollte sehen, was das macht. Ja, ja, ich sag ja. Oh, Professor Kai auch noch. Okay, jetzt bin ich ein Edgy-Professor, wartet. Weil ihr seid. Was geht? Ich bin ihr Professor, Professor Kai. Kai Handke heute für sie da. Ja, heute werden wir hier das... Alter, ich kann meine Brille nicht aus, das ist mir zu dumm. Heute haben wir hier Semester Psychologie, erstes Semester. Ich hoffe, Sie sind alle bereit. Heute erforschen wir das Thema Depression. Lucy! Lucy hat gar keinen Bock, Alter. Er ist der unsichtbare Edgelord-Professor. Mit Drogen. Ja, also heute studieren wir ein bisschen LSD, ja. Also hier ist übrigens was Map-mäßiges, ich muss mal zeichnen, ja. Ich guck mal, was gibt's denn hier so? Oh, geil, ja, der Höhle des Schmalfahrtgedöns-Spinners, ey, krass, Diggi, was geht? Maschallah, Bruder, ja. Ja, Burett am Start, der aller echte Hase. Digga! Alles in den Edgelord zu skippen. Hey Lucy, was geht? Jetzt kann man noch... Oh nee, nicht in der YouTube-Aufnahme möchte ich bitte keine politisch unkorrekten Witze machen. Das mache ich gerne nach der Aufnahme, aber nicht in der YouTube-Aufnahme. Da seid so nett, weil das könnte eventuell nicht monetarisierungswürdig sein. Deswegen lassen wir das bitte nicht machen. Ich mache es gerne danach. Es sind eh bloß noch zwei Witze in der Büchse. Danach ist eh vorbei. Spätestens mit dem Sporendrama ist die Ernsthaftigkeit weg. Also ja, heute haben wir ein bisschen über Depressionen philosophiert. Was denkt ihr über Depressionen? Ich habe jetzt eh nichts mehr. Ja, Lucy safe noch. Lucy kann mich den ganzen Abend so ärgern. 100 pro. Ja, jetzt ist der Wind aber sehr neu hier. Jetzt wieder zurück, Mama, Hilfe. Stop it. Wind, geh weg. Send help. Wind, too annoying. Stop it. Die arme Aufnahme. Ja, das ist doch just for fun. Und vergisst ja, dass meine YouTube-Aufnahmen nun mal halt Livestreams sind. Ne? Da kann natürlich alles Mögliche passieren. Deswegen ist der Streamer da. Kann man natürlich gut heißen, kann man schlecht heißen. Finde ich okay. Schlecht heißen? Aber du heißt doch schon schlecht. Ja, true. Mein Charakter, also egal. Nein, aber... Ich meine jetzt, ich... Ich würde jetzt nicht behaupten, wenn jemand im Twitch-Chat Spaß hat mit unseren spontanen Achievements oder Videoclips oder irgendwas oder Sound-Commands, dass das die Aufnahme versaut. Absolut nicht. Ist ja auch nur ein bisschen spontane Unterhaltung. Sehen wir es mal so.
Ich erinnere mich noch, wo du YouTube und Twitch getrennt hast. Ja, heute ist quasi. Heute ist quasi YouTube meine Abladeplattform für VODs vom Stream. Aber die Aufnahmen sind schon noch so wie richtige Folgen halt aus dem Stream geschnitten. Aber halt einfach bloß noch mit dem Twitch-Faktor oben drauf. Ich meine, Start-Stopp-Aufnahmen habe ich früher auch gemacht. Aber da war ich nicht live bei. Punkt. Deswegen finde ich das nicht so schlimm. So. Ich würde sagen, genug Edgelord für heute. Oh, meine Haare sehen geil aus. Cool. Finde ich gut. Heute beim Friseur, merkt man gar nicht. Oh Gott, Musik, nein. Lucy, warum? Stop it. Da habe ich Angst vor. Oh mein Gott. Kommt jemand gleich um die Ecke geschissen? Weiß Lucy was, was ich nicht weiß? Ist irgendwo hier ein Wolf? Hilfe. Ah. Stop it. Lucy hat wieder ihren uniken Trigger benutzt, um Musik im Stream zu triggern. Dafür habe ich was eingestellt und was Kleines programmiert. Dass wenn Lucy mir auf Twitch eine Privatnachricht schreibt, und zwar nur Lucy, dann kann sie eine eigens ausgesuchte Musik triggern. Nicht wundern. Für die, die jetzt hören, warum kommt hier plötzlich Musik? Hä, was ist das? Das ist ganz normal, alles cool. Alles cool, nicht schon verdächtig. So, schnell rein. Wollte mal, was sollte vor allem mal schauen, wie das mit Whisper in der App klappt. Scheint sehr gut zu klappen. Ja, ich glaube, solange ich auf dem anderen Ende receive, was ich eingestellt habe, ist das, glaube ich, okay. So, die ersten Kaninchen sind schon bei 10%. So, und jetzt haben wir noch 3 Stück hier weggehamstert. Ich sag's, wie es ist. War vielleicht ein bisschen viel, ja. Das will ich gar nicht verheimlichen. Und ich weiß, Nemo wird mich bis ans Ende meiner Tage dafür hassen, dass ich hier Häschen wegschnetze. Aber ich brauche Häschen. Weggehast, meinst du? Der war echt schlecht. Uff. So, das ist, glaube ich, der letzte mit einem Darm. Nee. Dann ist der hier. Ja. Also ein Hasen, kein Hamster. Ja, aber du kannst auch Hasen weghamstern. Stell dir vor, du gehst in den Tierladen und kaufst einfach allen Leuten alle Hasen weg. Dann hast du Hasen gehamstert. Dann bist du ein ekelhafter Corona-Hamsterkäufer. Aber du hast das falsche Produkt gekauft. I mean, technically, ne? Ist nicht so falsch. Ist nur ein bisschen falsch. So, wir trinken einen Schluck Wasser, damit es uns wieder besser geht. Und dann werde ich mal ganz kurz rausgehen. Ich hoffe, ich finde die Tür. Wahrscheinlich nicht, ne? Komm. Vorgehen wir nicht lange, hol mal die Lampe raus. Was, wenn du in den falschen Laden reingehst beim Corona-Kauf? Aber ich wollte doch eigentlich Klopapier hamstern und Nudeln. Warum gibt's denn hier bloß Hasen? Ja, sie sind im Tierladen gelandet. Gibt's hier gar kein Klopapier? Nee. Okay, dann nehme ich alle Hasen, die sie haben. Warum das denn? Ja, na, wegen Essen. That's basically me, guys. So, wir haben unseren Risiko des Darmparasitenbefalls noch nicht ausgesessen. Das heißt, wir schnabulieren uns jetzt noch ein frisches Reh rein. Mmm, lecker. Frisches, frisches, leckere. Kann man doch als Klopapier nutzen. Ja, gut, daran habe ich jetzt nicht gedacht, aber ja, durchaus ist es richtig. So, wir haben relativ chilliges, williges Wetter. Ich würde sagen, ein Feuer sei uns gegönnt, oder? Ein bisschen Koch, ein bisschen Koch-Action. Big Oof, ja, das ist schon ein bisschen Big Oof, das ist true. Premium Kacke. Okay, hab mich abgeholt. Premium Kackmatte.
Premium Kackwatt. Okay, das hat mich mal abgeholt. Schön, finde ich gut. Premium Kackwatt hat mich abgeholt. Geiler Begriff. Premium Kackwatte. Das ist basically ein Mumu, Alter. Das ist einfach ein Typ mit Klopapier, Alter. Am Stüssel, let's go. Finde ich gut. Hat mich abgeholt. 10 out of 10 would do again. Ist aber leer hier, hattest du nicht sonst immer so das Fünffache? Wie das Fünffache? Hä, du meinst an Items oder wie meinst du das? Hä, das verstehe ich, ich verstehe nicht, was du meinst. Zuschauer, achso, ja, ich hatte früher mal mehr Zuschauer, das ist richtig, ja. Aber es gibt inzwischen 50.000 mehr Twitch-Streamer und deswegen viel, viel mehr Konkurrenz als früher noch. Deswegen, ja. Ich würde sagen, es ist ein bisschen ruhiger geworden. Und das, obwohl ich immer regelmäßig durchgestreamt habe. Twitch mag mich nicht. Ab und zu sind wir auch mehr. Ja, Long Dark ist eher so ein bisschen Nischenprojekt. Bei Pokémon sind wir mal wieder auch mal 10. Aber ja, normal. Wenn man Nischengames zockt, da erübrigt sich das, glaube ich, manchmal von selber, habe ich das Gefühl. So, wir werden jetzt hier aus den Hasen ganz kurz hier in den paar Sekündchen, Minuten hier kurz mal ein bisschen Fleisch rausnehmen. Und dann können wir schon mal was zum Braten hier reinlegen. So, und während das jetzt hier brät, nehme ich hier das nächste Häschen aus. Schlitz. Also ja, ich würde sagen schon, dass früher mehr los war, definitiv. So, bei Ace Attorney in den Anfangszeiten hatten wir gut und gerne mal so 25, teils 30 Viewer oder so. Das ist schon lange nicht mehr so. So, das ist klein, das Stückchen, das esse ich mal schnell. Aber ey, wie gesagt, es gibt jetzt schon auch viel mehr Streamer. Es gibt auf Twitch deutlich mehr Konkurrenz als ich 2014, wo ich angefangen habe. Aber hey, es ist halt nicht jedem vergönnt, halt ein Wachstum hinzulegen, ne? Manche werden dann halt so berühmt und starten voll durch, so Gronkh-mäßig. Und manche, so wie ich, denken sich halt, ja, ich mach das weiter auf kleiner Skalierung. Ich finde das entspannt, aber eigentlich ganz cool, muss ich sagen. Also mich stört es jetzt nicht oder so. Weil ich denke mir so, ja, deswegen ist der Chat recht entspannt. Und wenn mal keiner zuguckt, kann ich auch Sachen spielen wie League of Legends. Ha. Weil wenn keiner hinguckt, ist es ja halt egal. So. Dann haben wir hier noch einen Herrschen. Ein Herrschen. Aber wie bei League ist schon... Das ist schon mal sehr tote Hose. Aber mir macht es ja Spaß, also mir ist egal. So, 5 Minuten noch am Start. Na, schaffen wir noch vielleicht den Hasen hier, 10 Minuten. Ich hoffe, das Feuer hält noch. Wie lange haben wir noch? Auch eine Stunde 20, easy. So. 4 Minuten, süß. 4 Minuten. 4 Minuten. Nimm wir. Elf Minuten. 5 Minuten. Full on Grill Power, Leute. Richtig krass, ey. So, alle Häschen ausgenommen. Da ist jetzt bloß noch überall Darm drin und der ist mir relativ egal tatsächlich. So, die ganz winzigen Stückchen esse ich tatsächlich jetzt einfach mal ganz frech. Weil hier 0,22 Kilogramm sind 100 Kalorien, das ist jetzt nicht so viel. Was ich dann Kalorien kriege. Die großen Stückchen sind da schon ein bisschen wertvoller. Dann haben wir hier noch. Hier haben wir noch so einen kleinen Fetzen. Hier noch so einen kleinen Fetzen. So. Letztes Stückchen, so. Ein halbes Kilo, 400 Gramm. Ja, 200 Kilokalorien kann auch weg. Ist auch in Ordnung. Ist auch okay. So.
durch. Boah, weiß ich nicht. Hol ich noch Hagebutter. Haben wir noch viel Wasser? Okay. 9 Minuten. Hol ich noch Hagebutter. Warum nicht? Ja, gar nichts. So. Und noch ein Lackbohrling. Und jetzt habe ich kein Wasser mehr. Das heißt, hier werde ich jetzt wieder Wasser aufsetzen. Ich mache mal Liter. Ich habe nämlich hier diese komischen Tabletten. Das heißt, ich kann wieder mal was desinfizieren einfach schnell. Das ist ganz praktisch. Warte mal. Eine Idee. Mach's kurz so. Schnapp mal schnell meine Fackel, damit ich drin Licht habe. Kurze Flasche, Wasserflasche greifen, damit ich draußen kochen kann mit Tee. So, die Häschen werde ich jetzt mal hier in den Schnee schmeißen, damit das Fleisch hier schön gekühlt bleibt. Der Fleischschrank ist eröffnet. Fackel ausmachen. Dann würde ich hier nochmal... Wie viel haben wir denn da von den Dingern noch? Das sieht man nicht, ne? Egal. Oh, 4 Minuten nur. Legen wir noch ein bisschen was rein hier. Oh. Nicht trinkbares Wasser. Machen wir nochmal 1 Liter. Schmelzen. Dann nehmen wir hier die Tabletten. Schütteln eine Tablette rein. Schön Bauchfett flambieren. Hm, ja, lecker. Hey, aber wenn du keine Blätter hast, musst du sehen, wie du wischst. Das stimmt, ja. So. Jo. Dann machen wir den hier fertig. Und dann haben wir wirklich alles verkückelt, was geht. Kochskill muss auf jeden Fall jetzt ordentlich gestiegen sein. Ne? 3 und 1/4, würde ich sagen. Ist okay. Hat die Lagerung des Fleisches außerhalb tatsächlich Einfluss auf die Qualität? Ja, in der Tat. Warme Gegenden sowie drinnen. Lassen Lebensmittel, also zum Beispiel frisch gekochtes Fleisch, deutlich kürzer haltbar werden. Das Ganze könnte ich jetzt mal hier irgendwie symbolisieren. Ich nehme einfach mal als Beweisstück, nehme ich einfach mal hier dieses, ich will mal irgendein besonderes Stück, das man sich identifizieren kann. Hier dieses 0,86 Kilogramm Ding mit, das ist so 100% Qualität. 100% mit diesem Sternchen ist immer die Qualität des Fleisches. Und dann nehme ich mal jetzt hier... das mit rein und schmeiß das mal drin irgendwo in irgendeinen Schrank oder so. Ich nehme jetzt einfach mal hier. Ja. Ja. Kriege ich das hin? Ne, kriege ich nicht hin, ne? Egal, dann schmeiß ich es drin auf den Boden. Und dann würde ich gerne wieder raus. Hallo, ich will raus da. Ja, danke. Drinnen sieht man nämlich nachts gar nichts. Draußen geht's aufgrund des Mondlichts und des Feuers, ne? Da kann man wenigstens ein bisschen was erkennen. So. Jetzt haben wir hier nur 18 Minuten auf dem Start. Aber ich kann jetzt eh nichts mehr kückeln. Den Bogen hier mal auseinandernehmen. So. Der Bogen muss nämlich dann neu gecraftet werden. Die Spitze bleibt natürlich übrig. Dann könnte ich gleich einen neuen craften morgen. So, jetzt haben wir nochmal hier Wasser. Da würde ich nochmal jetzt jeweils 1 Liter Wasser an beiden Töpfen kochen. Dann haben wir hier nochmal 2 mal 1/2 Minute, 1/2 Stunde, die wir brauchen. Das würde, glaube ich, oh, sollte ausreichen, denke ich. Und dann kann ich nämlich nochmal hier diese Wasserreinigungstablette hier in den Liter Wasser schmeißen. Damit kann ich mir quasi den Reinigungskochprozess sparen und dafür die Tablette benutzen anstattdessen. Normalerweise muss man hier das Wasser 2 mal kochen lassen, einmal von Schnee zu schmutzigem Wasser. Dann hat man nicht trinkbares Wasser, also quasi nicht keimfreies Wasser. Und das könnte ich jetzt nochmal in genau den gleichen Zeitpunkt kochen lassen. Und dann wäre es sauber. Aber hier, da sieht man, ist das nicht sichere Wasser. Kann aber eine Tablette 2 mal reinschmeißen und dann ist das auch schick. So, Tabletten verbraucht, schön viel Frischwasser hergestellt, super viel Fleisch. So, Essen und Trinken am Start, die 2 Kochtöpfe, Dosen, alles da, super. Achso, warte, bevor ich jetzt reingehe, nimm mir mal die
Manu. Ich wollte noch ein bisschen Feuer mitnehmen, damit ich Licht habe. Egal. Es ist jetzt eh nachts, mitten in der Nacht. Ich kann eh nichts machen, als bis zum Ende durchzulaufen, die Hasen hier alle hinzuschmeißen. Alles Darm für uns. Dann trinke ich einen Schluck und gehe mich in Long Dark erstmal schnell mal aufs Bettchen hauen. Da ist es. Und wir schlafen mal bequeme 9 Stunden durch. Sollte reichen. Mehr gibt's nicht erstmal. So, Leute, ich glaube, die Folge mache ich jetzt mal ein bisschen kürzer. Wir haben jetzt 22 Tage und 31 Minuten inzwischen überlebt in-game. Wir trinken jetzt sonst früh nochmal Sitt und Satt. Wir haben jetzt auch wieder ordentlich Energie recovered. Sind fast voll HP, mäßig, würde ich sagen. Und dann gucken wir mal hier, Häschen, dauert noch eine Weile. Achso, ja, was ich mal gucken wollte hier, wie lange braucht denn Kaninchenpelzmütze? Braucht 3 Pelz, okay. Das würde sich auf jeden Fall lohnen, das Ding zu craften, das ist sehr gut tatsächlich. Die Fäustlinge, wären auch schon ein sehr gutes Improvement, so ist nicht, ne? Die Rehlederstiefel brauchen 2 und die Hose braucht 3. Eine Rehlederhose wäre schon sehr gut tatsächlich auch. Aber gut, erstmal mache ich noch einen einzelnen Pfeil, weil wir haben einen kaputten. 9 Stunden durchschlafen, Wunschdenken. So, ich weiß nicht, ob man das jetzt schon erkennen kann. Das Fleisch hier unten hat jetzt schon 96%, wie man hier sieht. Das ist das 0,86er. Und wenn ich jetzt rausgehe, kann ich dir zeigen, dass der Rest von dem draußen liegenden Fleisch immer noch 100% hat. Gerade was also gekochtes Fleisch angeht, ne, siehst du, das ist immer noch bei 100% hier. Und zwar alle Stückchen. Weil das temperaturmäßig einfach extrem viel Einfluss hat, dass es halt hier draußen schön kühl ist. Ne? Hab sogar einen gleichen Beweis geliefert, ne? Ich hab's drauf, Leute. Sag's ja. So, reicht glaube ich auch. Ich nehme das jetzt wieder mit raus. Ich will halt nicht, dass es schlecht wird. Wobei, ehrlich, können wir das auch gleich essen, ne? Also wir haben eh so ein bisschen Hunger. Deswegen können wir ruhig mal ein Stück essen. Trinken gleich nochmal. So, gibt glaube ich auch für so Dosen, also für fertiges Essen, also was nicht selbst gekocht ist, gibt es glaube ich auch Unterschiede, was wann wie hart decayed, also ob es draußen oder drinnen ist. Da gibt es auch Unterschiede, ne? Also es kann sein, dass zum Beispiel eine Dose drinnen länger hält und dafür andere Sachen da wiederum draußen länger halten. Da gibt es tatsächlich Unterschiede. Das Spiel ist da recht relativ detailliert, muss ich sagen. Ich möchte meinen gelesen zu haben, dass... Ich glaube, Dosen drinnen länger halten, weil die nicht gekühlt sein müssen. Die sind ja quasi Konserven. Und da geht es eher um den Verschleiß von Material. Hingegen andere Sachen, die schlecht werden können, halten sich draußen länger und sind in Containern nicht ganz so lange haltbar. Also da gibt es wohl kleine, aber feine Unterschiede. Und da gibt es auch einen sehr coolen Wiki-Artikel dazu. Ich habe mal gelesen. Fand ich recht interessant, muss ich sagen, weil es war... Schon cool zu lesen, dass das Spiel da so detailliert mit umgeht, ne? So, wir haben jetzt wieder 3 Pfeile am Start. Wenn der eine fast kaputt ist, ist mir egal. Reicht nochmal, um ein Tier zu töten. Ein böses Tier abzuwehren, ja. Ist so. Man kennt ja die bösen Hasen, die sind ja schon, also sie sind ja schon gewalttätige Tiere, ja, die... Ich meine, das sind ja schon kleine Lümmel auch, ne? Kai versucht alles, um seine Massenmorde zu rechtfertigen. Tut mir leid. So, Krähenfedern am Start. Ein böses Killer-Nienchen, genau. Exactly that. Guck mal, ja, da kennt die Truth, ne? Der kennt den Truth und der Truth muss dann auch mal getellt werden, oder? So ist das nämlich. So, ich nehme übrigens wieder einen zweiten Verband mit. Wenn ich welchen... Ach, ich habe noch 2, okay. Gut, reicht. Gut, Leute. Wir haben jetzt 55 Minuten. Das ist jetzt nicht ganz eine Stunde. Dafür die letzte Folge war aber ein bisschen länger. Ich denke, es ist in Ordnung. Ich würde jetzt, glaube ich, für heute erstmal die Folge beenden. Wir haben jetzt ordentlich was zugepackt hier, texttechnisch. Wir können ja ganz kurz mal ins Journal gucken und dann hier unter untersuchte Orte. Da müsste jetzt hier bei Ascheschlucht fast alles schon stehen.
So, die einzigen Spots, die noch fehlen, sind die Weidfälle, die Goldmine und der Wolfsberg. Das heißt, wir sind hier bald durch. Wir brauchen bloß noch das scheiß Foto, das zweite, und die letzten drei Spots hier. Das ist die Transition zum Wolfsberg, und zwar die andere auf dem Süden. Die Goldmine wollte sich das Spiel nicht anzeigen lassen, auch wenn ich da schon war. Und die Weidfälle sind auch sehr nah hier in der Nähe. Ja. Das heißt, ich schlafe jetzt noch eine Stunde, oder? Oh, ja, nicht Blödsinn. Ich gehe kurz raus rein, damit speichert man auch. Das ist einfacher. Und dann machen wir beim nächsten Mal die Weidfälle, würde ich sagen. Und dann werden wir vorbereiten die kleine Tagestour für die Mine, für die Goldmine. Und dann gucken wir noch die zwei, drei Spots, die mir noch für Polaroids einfallen, weil viel mehr gibt es eigentlich nicht. Und dann sind wir eigentlich mit dem Ash Canyon soweit durch, Leute. Bücher haben wir auch schon einige gelesen. Ich glaube, wir sind aktuell bei 4 von 7 und eins habe ich noch im Inventar. Das kann ich also auch bei Gelegenheit noch lesen. Das heißt jetzt noch das zweite Polaroid, die 50% Mapping voll machen, damit wir die Karte hier komplett kartiert haben. Dann haben wir alle Sachen auf der Map gemacht, die wir machen können, können auf jeden Fall endlich auch die Map wechseln und dann in den Timberwolf Mountain gehen. Das wäre auf jeden Fall mein Ziel, Leute. Und in dem Sinne sage ich danke vielmals fürs Zuschauen auf jeden Fall. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder auf YouTube. Danke fürs Zuschauen. Ne? Hau da rein. Kuss geht raus. Schlaf gut. Oder guten Morgen. Oder viel Spaß beim Mittagessen. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Hau da rein. Tschüss, Sikowski, und ciao. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.